Willkommen auf dem Kanal Die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Sony KE48A9 Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, überprüfen Sie die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt und teilen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich mit. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 48 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine OLED-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 100 bis 120 Hertz. Farb- und Kontrastverstärkung für mehr Tiefe und realistischere Bilder. Sehen Sie lebensechte Farben und entdecken Sie Details in tiefen Schwarztönen und leuchtenden Helligkeitsspitzen. Mit Pixel Contrast Booster werden Farbe und Kontrast in hellen Bereichen verbessert, sodass Szenen mit natürlichen Schattierungen und Nuancen, mehr Tiefe, feine Texturen und dem satten Schwarzkontrast, den nur OLED bietet, dargestellt werden. Object-Based HDR Remaster. Anders als bei den meisten anderen Fernsehern, bei denen der Kontrast nur anhand einer Kontrastkurve von Schwarz zu Weiß angepasst wird, werden mit Hilfe von Object-Based HDR Remaster die Farben in einzelnen Objekten auf dem Bildschirm analysiert und der Kontrast angepasst. Da die Objekte einzeln überarbeitet werden, kann dieser Fernseher mehr Farbtiefe, Texturen und realistischere Bilder erzeugen. Größere und präzisere Bandbreite bei der Farbwiedergabe. Durch Ausweitung des Farbspektrums gibt Triluminus mit unseren X1-Prozessoren mehr Farben als ein herkömmlicher Fernseher wieder. Er analysiert und verarbeitet Daten in jedem Bild, um Farben noch natürlicher und präziser aussehen zu lassen. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz, er wiegt 17,6 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 106,9 cm in der Breite, 62,4 cm in der Höhe und 5,8 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 300x300 Weserhalterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 90 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Minimalistisches Design. Dank des schmalen Rahmens lenkt nichts vom Geschehen ab und durch die kompakte Größe und das schlichte One-Slate-Design fügt sich dieser Fernseher nahtlos in Ihr Wohnzimmer ein. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: zweimal USB 2.0, einmal USB 3.0, einmal Ethernet RJ45, viermal HDMI 2.0 CEC, einmal Satellite In, Main, F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out, einmal Antenne RF und einmal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA und Bluetooth 5.0. Ihre Lieblingsinhalte vom Smartphone ganz groß. Genießen Sie Videos, Fotos, Spiele und viele andere Inhalte von Ihrem iOS- oder Android-Geräten schnell und einfach auf dem großen Bildschirm. Der Fernseher verfügt über drei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 25 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über EARC an den Fernseher angeschlossen werden. Mit Dolby Atmos sind Sie vom Sound umgeben. Tauchen Sie in den Klang ein, als ob Sie direkt dabei wären. Mit dem räumlichen Dolby Atmos-Klang von den Seiten und von oben werden Objektbewegungen über Ihnen realistisch wiedergegeben, für ein wirklich mehrdimensionales Erlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 9.0 Pi gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Intelligentere Unterhaltung. Entdecken Sie mehr als 400.000 Filme und Serien an einem Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme und übertragen Sie mühelos Inhalte von Ihrem Smartphone auf den Fernseher. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Der Android TV liest nicht das aktuelle Signal. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Bildqualität ist top, das Design ist elegant, Farben wirken natürlich, Tonqualität ist wie ein Flak-TV, keine Probleme mit der Software. Das war mein Testbericht zum Sony KE48A9 Fernseher. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen.
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!